Schatz, ich habe so kalte Füße, ich glaube, ich werde krank. Laut einer Studie der BKK haben 80% der Frauen kalte Füße. Und nicht nur Frauen haben kalte Füße, auch wir Männer haben kalte Füße, auch wenn wir es nicht gerne zugeben. Ja, das heißt auch, dass Sie hier, beziehungsweise Ihre Frauen, auch an diesem Problem leiden. Die Cardiff University belegt, dass kalte Füße das Erkältungsrisiko deutlich erhöhen. Mit Piezo-Einlegesohlen gehören allerdings diese kalten Füße der Vergangenheit an. Machen Sie Ihren Körper zum Kraftwerk. Wir haben uns die Frage gestellt, wie man die beim Laufen entstehende Energie sinnvoll nutzen kann. Dabei hilft uns die Piezo-Technik. Mit einem Piezo-Element produziert man durch Druck Strom, wie bei diesem Feuerzeug hier. Allerdings keine Angst, so heiß werden Ihre Füße nicht. Unsere Piezo-Sohlen bestehen aus einem Piezo-Element, einem Heizelement, Steuerungskomponenten und einem kleinen Akku. Mit der dazu gelieferten App können Sie Ihre Schuhe ganz einfach, wann Sie wollen, an- und ausschalten. Unsere Piezo-Sohlen sorgen für warme Füße und reduzieren dadurch das Erkrankungsrisiko, wie zum Beispiel bei Erkältungen oder bei Blasenentzündung. Können Sie planen, wann Sie kalte Füße haben? Wir können und wollen das nicht. Herkömmliche Heizsohlen müssen vor Gebrauch viele Stunden aufgeladen werden, was schlichtweg unpraktisch ist. Auch wenn wir jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, diese angesprochenen anderen Sohlen werden auf dem Markt zwischen 100 und 200 Euro angeboten. Ein weiterer Vorteil zu den bereits angesprochenen, unser Produkt ist der Preis unseres Produktes. Basierend auf unserem Businessplan können wir Ihnen unser Produkt bereits für 75 Euro anbieten. Zu Beginn möchten wir unsere Schuheinlegesohlen im eigenen Online-Shop und in namhaften Schuhgeschäften vertreiben. Später dann verstärkt in Kooperation mit den Berufsgenossenschaften. Soll heißen, dass bestimmte Berufsgruppen verpflichtend unsere Produkte tragen werden, so wie zum Beispiel Bauarbeiter, Straßenbauer, vor allem jetzt im Winter, wo es eben kalt ist, dass auch die während der Arbeit keine kalten Füße mehr haben müssen. Ja, wir, das sind Bart, Marvin, Florian und ich, wir sind ein interdisziplinäres Team. Wir sind zwei Wirtschaftsingenieure, ein Elektroniker und ein Architekt. Und wir hoffen jetzt, dass Sie heute bei unserem Vortrag keine kalten Füße bekommen haben und wir Ihr Interesse geweckt haben, vielleicht in uns zu investieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus